Als nächstes schauen wir uns ein Video von Michael Smolik an. Der berichtet über seine OP und den Verlauf und wie es ihm jetzt geht. Ich finde es sehr interessant. Ich fand seinen Schicksalsschlag sehr ergreifend und deswegen würde ich mir gerne angucken, wie es ihm ergangen ist. Und ich hoffe, ihr habt Bock, dass wir uns das zusammen anschauen. Wie war das, bei einer Gehirn-OP wach zu sein? Meine Zeit im Krankenhaus. Michael Smolik. Immer noch ist es immer noch nicht einfach, aber ich gehe trotzdem den Weg. Ich mache es weiter und ich kann dadurch auch andere motivieren. Und wenn ich dadurch andere motivieren kann, egal ob es kleine Sachen sind, ob ihr eine Krankheit habt oder so einen kleinen Zwischenstep oder irgendwas anderes im Beruf oder in Beziehung oder whatever, dass ihr trotzdem weitermacht und ich euch vielleicht inspirieren kann. Und das macht mir echt Spaß. Boah. Hallo Leute und schön, dass ihr mit am Start seid. Heute will ich mit euch mal ein bisschen darüber reden, wie die OP war, wie ich mich danach gefühlt habe und wie das alles zusammenhing. Also es ist jetzt der 9. Tag. Ich hatte natürlich von meinem Gesicht immer so ein paar Gesichtsveränderungen. So das erste 1-2 Tage war okay und dann sah es richtig scheiße aus und jetzt mittlerweile wird es viel, viel besser. Und deswegen wollte ich von der Community mal ein paar Fragen beantworten. Die hat Salome, die ist hinter der Kamera und die wird mir die Fragen stellen und ich versuche die so gut wie es geht zu beantworten. Okay, die erste Frage lautet, im letzten Tag vor der OP wurdest du aus dem Zimmer geschoben. Was waren deine letzten Gedanken kurz vor der OP? Ein Tag vor der OP war es so, dass ich 100% sicher war, dann kommt noch einer und noch einer. Ich war zu viert oder zu fünft in einem Raum. Und ich dachte mir, was ist das denn hier? Das ist so eine Massenabfertigung. Und ich war aber, glaube ich, der einzige Privatpatient. Alle anderen waren irgendwie, ich glaube, Kassenpatienten oder so. Die haben aber auch woanders irgendwie operiert. Also in der Klinik gibt es verschiedene, also Augen, Mund, Knie, alles. Und ich war der Einzige, der vom Gehirn operiert worden ist. Und die sind dann alle nacheinander wieder abgeholt worden. Und ich war dann alleine und dachte mir so, okay, fuck. So, ich habe so ein bisschen Panik bekommen und hatte auch richtig Schiss und habe mir gehofft, so, hoffentlich wird es gut. Dann kam der Oberarzt zu mir und hat mir darüber gesprochen. Aber ich hatte schon Bammel. Also ich hatte echt schon ein bisschen Angst, muss man dazu sagen. Ja, normal, Alter. Wer hätte da nicht Angst, wenn gleich dein Kopf aufgemacht wird, ey? Wie hat es sich angefühlt und was waren die Gedanken bei der OP in der Zeit, während du wach warst? Ah, okay. Also ich wurde natürlich erstmal in die Vollnarkose gesetzt und da mussten die das erstmal alles aufsäbeln und fertig machen und alles. Und dann kam der Oberarzt bzw. der Professor, der dann 4, 5, 6 Stunden, je nachdem, operiert hat. Und da wurde ich dann aufgeweckt. Und es hieß dann, du musst dich erstmal erholen und dann mit der Psychologin sprechen. Und ich kann mich nicht richtig daran erinnern. Ich weiß nur, dass ich sehr, sehr schnell aufgewacht bin und sehr, sehr schnell auch am Start war. Also ich glaube, 10 Minuten habe ich gebraucht und dann konnte ich schon mit der Psychologin sprechen, vielleicht sogar noch weniger. Und dann musste ich mit ihr über alles Mögliche sprechen. Also sie hat vor der OP mit mir darüber geredet, welche Bilder das sind, über was ich reden kann. Wir haben es davor besprochen und während der OP musste ich das machen. Die hat mir Bilder gezeigt, die musste ich beschreiben. Ich musste über mich selber reden, ich musste über mein Privatleben reden, über ihr Leben habe ich geredet, über meine Freundin, über alles Mögliche. Darüber weiß ich aber nichts mehr. Also ich weiß, dass ich wach war und für mich hat es dann gefühlt so 20 Minuten ungefähr. Ich war aber 2 Stunden wach und das war für mich echt krass. Also ich weiß gar nicht mehr, über was ich alles geredet habe. Aber das war schon anstrengend. Es tat auch dann richtig hier weh, wo die meinen Kopf festgemacht haben. Oh. Mein Kopf durfte sich nicht 1 Millimeter bewegen. So mein Po und so, meine Hüfte durfte sich bewegen, aber mein Kopf nicht. Und das war richtig, richtig schlimm. Und dann nach 2 Stunden ungefähr, habe ich im Nachhinein erfahren, da durfte ich dann komplett raus. Und ich war dann auch froh, dass ich dann wieder einschlafen durfte, weil das war für mich sehr, sehr anstrengend. Aber hast du speziell darüber nachgedacht, also während du da lagst, dass du gerade hinten an deinem Kopf operiert bist, hast du da irgendeinen Gedanken daran gehabt? Nee, habe ich nicht. Also es hat sich blöd angefühlt, es hat auch wirklich geschmerzt. Ich habe auch 2 oder 3 Mal gefragt, ob er mir noch Schmerzmittel geben kann, weil es tat hier richtig weh. Und beim letzten Mal hat er gesagt, geht jetzt nicht mehr, du musst jetzt durchhalten. Dann habe ich gesagt, okay, ich rede mit der Psychologin, ich ziehe das durch. Ich ziehe das jetzt einfach durch und dann habe ich es so lange bis zum Ende durchgehalten und haben die ganzen Sprachregionen, also es war ja auf der Sprachregion beim Gehirn, haben die alles weggemacht und danach haben die mich dann eingeschlafen, also nochmal Narkose und dann haben die alles weitere gemacht. Aber die haben mich wachgehalten, um festzustellen, dass die nichts damit zerstören. Was waren deine ersten Gedanken, als du aufgewacht bist? Ich bin in der Intensivstation aufgewacht. Also ich hätte als erstes mich gefragt, kann ich noch sprechen? Das wäre mein allererster Gedanke gewesen. Wenn ich diese OP gehabt hätte, das war auch, als ich den Unfall hatte, mein erster Gedanke. Als mir das passiert ist und mir klar geworden ist, dass meine Zähne, meine Lippen und alles halt so auseinandergenommen wurde. Ich habe in der Nacht nach dem Krankenhausaufenthalt, ich habe mich die ganze Nacht gefragt, werde ich noch rappen können? Werde ich noch normal sprechen können oder werde ich jetzt so einen Sprachfehler haben? Boah, das hat wirklich, ich habe Schüttelfrost gehabt und dann diese Gedanken im Kopf, es war richtig schlimm. Und die ersten Tage konnte ich auch nicht richtig sprechen. Ich war ja so
und dann erst so nach ein, zwei Tagen ging es besser. Boah, das war echt schlimm, wirklich. Und daran kann ich mich nicht mehr richtig erinnern. Ich weiß nur, dass ich auch dich irgendwie gesehen habe. Ja, genau. Ich du hast sagen. Mich irgendwie kurz noch besucht, aber ich hatte so ein bisschen Schmerzen auch überall, weil ich hatte überall Drainagen drin und Anschlüsse und keine Ahnung. Und habe mir nur gedacht so, ist jetzt alles gut geworden? Passt das alles? Ist alles weg oder nicht? Oder muss ich danach irgendwas machen? Hatte wirklich viel Gedanken, aber ich war so ein bisschen benebelt, als wäre ich so voll auf Drogen, könnte man sagen. Also ich find's Hammer, dass er so aktiv ist, aber ihr dürft nicht vergessen, dass ich gerade auf 1,25 habe. Dadurch wirkt er noch ein bisschen hyped. Mehr hyped, als er eigentlich ist. Also er wirkt gerade so ein bisschen hibbelig, das liegt aber an der Geschwindigkeit. Alles irgendwie drin gehabt und war ja auf der Intensivstation, weil normalerweise, wenn man irgendwie operiert worden ist, kommt man in so einen Aufwachraum, da sind übelst viele Leute. Der eine heult, der andere schreit, der andere lacht und du bist mit den ganzen Leuten. Das kannte ich auch so, aber ich war ja komplett alleine. Und das war für mich so, boah, ist es jetzt gut, ist es nicht gut? Dann habe ich immer wieder geschlafen, wieder nicht. Und da war ich ja, wie lange war ich da? Fast einen Tag allein in der Intensivstation. Du kamst dann kurz. Ich weiß, dass ich mit dir darüber geredet habe, aber ich weiß nicht über was. So ein bisschen. Du hast kurz ein bisschen gefilmt, das hat man in der letzten Video auch gesehen. Aber so richtig klare Gedanken hatte ich nicht. Es war dann einen Tag später, als ich dann normal im Zimmer war. Aber auf der Intensivstation war so, hey, was geht ab? Ist alles gut geworden? Alles nicht? Und es war schon sehr anstrengend, aber ich war irgendwie trotzdem auch erleichtert. Hattest du Schmerzen, also auch jetzt an deiner Wunde? Oder spürst du davon jetzt im Nachhinein noch was? Oder hast du auch nach der OP direkt Schmerzen da gehabt? Also tatsächlich nicht. Also ich merke natürlich hier, dass das spannt alles an der Seite. Und ist natürlich auch noch hart und man sieht natürlich, ich sehe jetzt nicht mega aus, also ich habe überall Wasser und ich kann euch vielleicht auch hier mal zeigen, hier musste ich hier Sachen rein in den Magen und hier auch meine ganze Haut, man sieht so irgendwie, ich habe ein komisches Hautbild, weil ich halt super viele Tabletten nehmen muss und musste jetzt ein, zwei wieder absetzen, aber ich hatte jetzt nicht wirklich Schmerzen, also gestern fing es an, dass ich diese Stellen, wo mein Kopf drin war, dass das anfängt so zu kribbeln und wie gesagt, es spannt ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so, dass es mega schmerzt. Aber dass es kribbelt, ist ja ein gutes Zeichen. Das heißt ja, dass es anfängt zu verheilen. Ne? Das ist ja, wenn Haut sich nachwächst, dann kribbelt es ja so. Normalgeschwindigkeit hier, bitteschön. Das ist die Normalgeschwindigkeit. Die letzten Tage waren anstrengend. Das ist auch für mich jetzt gerade, das ist voll komisch. Ich bin gerade hoch und ich bin so kurzatmig. Das ist so, vor 2 Wochen war ich eigentlich richtig fit wegen dem Kampf und war topfit mit dem Körper. Und jetzt bin ich so, das hätte ich noch nie in meinem Leben Sport gemacht. Das ist voll, voll komisch. Aber das ist einfach, weil der Körper, vor allem der Kopf, damit beschäftigt ist, alles irgendwie zu regenerieren und sich zu erholen. Und das ist für mich sehr, sehr anstrengend. Deswegen auch so die kleinen Bewegungen, das ist echt, also ich brauche noch ein bisschen. Aber ich bin auch der Meinung, dass ich jetzt innerhalb von 8, 9 Tagen schon einen Riesenschritt vorausgegangen bin. Es gibt super viele, die brauchen Wochen, Monate lang, was ja normal ist. Und ich bin jetzt in den 8, 9 Tagen sehr, sehr... Arafat King, danke für das Geschenksub an Vilandra 2012. Vielen Dank, Arafat, mein Bester. ...weitgekommen, weil ich innerlich eine Einstellung habe und sage, ich weiß, dass es besser wird, ich weiß, dass es gut wird, ich weiß, dass es einen Grund hat und diesen Schritt gehe ich voran. So, ich bin ja ein Typ, ich glaube an Gott, ich habe meinen eigenen Glauben und ich weiß, es ist sein Weg, ich gehe diesen Weg und das ist irgendwie für mich in meinem Leben bestimmt. Und deswegen komme ich auch dahin. So fühlt sich das für mich an. Hast du Einschränkungen oder Ähnliches nach der OP gespürt? Ich hatte ein paar Sachen. Also wie gesagt, diese körperliche, wo ich jetzt mich schwach fühle. Dann hat ja, er wirkt auf mich auch befreit. Definitiv. Er wirkt optimistisch und das freut mich auf jeden Fall sehr für ihn. Soll ich wieder zurück auf 1,25 machen? Die letzten Tage hatte ich auch immer so Wasser im Ohr, aber nicht irgendwie, wenn man mit dem Finger reingeht, hat man nichts gemerkt, sondern es war innen drin. Also da, wenn ich geschlafen habe oder so, merkt so, irgendwie ist da Wasser. Und man hat, das war irgendwie komisch. Und was auch ganz, ganz schlimm war und nervig war, war dieser Schluckauf. Ich hatte bis gestern, also 8 Tage lang, Schluckauf. Mitten am Tag immer mal wieder oder wenn ich geschlafen habe. Und gestern Nacht bis heute nichts. Gott sei Dank. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Aber selbst wenn es wiederkommt, weiß ich, okay, ist jetzt ein längerer Abstand, wo ich es abgeschafft habe. Und das war so das Nervige. Natürlich, dann habe ich ja schon gesagt, die Spannungen und so. Bisschen Sprachausfall, also bisschen Wortfindung. Genau, stimmt, hast recht. Ja, also ich hatte so, wir haben schon 15% gefehlt, ein paar Wörter gefehlt, auch wenn ich was geschrieben habe, Social Media. Und jetzt mittlerweile würde ich so 95 vielleicht sagen, 94. Es fehlt noch ein bisschen, aber es kommt immer mehr. Und jetzt habe ich auch ein paar Tabletten abgesetzt und von da merkt man es mehr. Aber es ist natürlich so, Stück für Stück wird es besser, aber es ist noch nicht 100%, aber es ist auch okay für mich. Musst du jetzt irgendetwas trainieren oder irgendetwas extrem beachten? Also jetzt gerade jetzt nach der OP, reha-technisch und so weiter. Es ist schön, dass die Community sowas fragt. Also ich finde die Fragen auch sehr interessant von euch.
Gerade nicht. Also es ist gerade sehr schwer, erstmal Sachen zu trainieren. Also ob es jetzt körperlich ist oder ob es irgendwie Reha ist oder auch Sprache. Ich habe Gott sei Dank dieses Glück, dass nach der OP wurde ein MRT gemacht, also nochmal in der Klinik. Und da hat man nichts gesehen. Also ich bin wirklich einer von Ausnahmen, der den kompletten Tumor weg hat. Ja, aber da muss ich sagen, so war das bei meinem Vater auch. Also ich will gar kein Auge auf ihn machen. Toi, toi, toi. Genauso soll es bei ihm bleiben. Aber meinem Vater war das auch so, dass er den ersten Tumor hatte. Der Tumor wurde entfernt. Dann wurde eine Chemotherapie gemacht. Und währenddessen wurde er die ganze Zeit gescannt. Und da war die ganze Zeit nichts. Und dann in der allerletzten Woche von der Chemotherapie wurde ein neuer Befund entdeckt. Deswegen, Krebs ist teuflisch. Der kann sich irgendwo verstecken und nicht entdeckt werden bis zum Schluss und dann plötzlich kommt er wieder raus. Das ist echt heftig. Bei meinem Cousin vor 8 Jahren war es so ähnlich. Natürlich, ich muss das nochmal in einem Monat oder in 2 Monaten nochmal rekonstruiert wird vom eigenen Gewebe oder so. Aber ansonsten ist es komplett weg. Also die haben mich 12 Stunden operiert, so klar, erstmal aufgemacht. Alles, dann hat der Professor, glaube ich, 4, 5, 6 Stunden, wie auch immer, operiert, wieder zugemacht. Aber es ist komplett weg. Und das ist halt für mich echt schön. Und ich muss jetzt nicht super viel erstmal gleich trainieren. Klar, wie gesagt, ich muss jetzt ein bisschen lernen mit der Sprache und so und allem. Aber das geht. Ich habe auch vor, nächste Woche, Mitte, Ende nächste Woche, für mich ein bisschen, nur ein bisschen, sagen wir, am Tag 50 Liegestütze, immer geteilt. Oder so ein bisschen schneller laufen oder irgendwas für mich, einfach ein bisschen für mich. So leicht bewegen, dass ich mich wieder ein bisschen besser fühle. Gerade wird schwierig. Also wenn ich jetzt irgendwie mit dem Loki, meinem Hund oder so ein bisschen spiele, 1, 2 Minuten auf dem Boden mit dem rumwälze, dann merke ich mir richtig platt. Das ist für mich richtig anstrengend. Aber ja, einfach, habe ich ja vorhin gesagt, weil der Kopf braucht zu regenerieren. Aber gerade so Reha und so oder diese, wie heißt dieses, ich frage immer, wie das heißt, dieses... Lokopädie. Nein, alles gut, Leute. Macht euch keine Gedanken. Es ist okay für mich, mir das anzuschauen. Nee, diese Laser von außen. Achso, Cyberknife, ganz genau. Kann man machen. Muss ich aber nicht, weil es weg ist. Oder Chemo oder so, würde ich sowieso nicht machen. Und das muss ich Gott sei Dank jetzt nicht machen. Und es wird halt von Tag zu Tag immer besser. Er muss keine Chemo machen. Hammer. Wie lange war... Dann scheint es aber wirklich sehr gut auszusehen, wenn er keine Chemo machen muss. Weil bei meinem Vater wurde die auf jeden Fall empfohlen. Im Krankenhaus. Das ist eine gute Frage. Wie lange waren wir? Bis Donnerstag Montag, bei ne? OP, bis Montag, ja. Also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, ja 4,5, 5 Tage ungefähr. Ja, und davor? Und davor waren wir auch ein paar Tage, aber ich bin ja davor dann auch wieder weg. Die wollten mich ja länger halten, die wollten mich ja 10 Tage oder so, oder 7 Tage war es, glaube ich, vor der OP im Krankenhaus. Hat. Hab ich gesagt, nee, mach ich nicht. Ich bleibe nicht 7 Tage hier, auf gar keinen Fall. So, ich bin dann bei meiner Familie, ich merke manchmal, so ein bisschen kommt ein bisschen hoch, meine Stimme so. Hab ich bei meiner Familie, bei ein paar Freunden, habe ein bisschen was gemacht. Habe ja dann auch diese Anti-Epilepsie-Tabletten genommen, die muss ich jetzt immer noch nehmen, weil ich gemerkt habe, boah, mir ging es richtig schlecht und komische Phasen. Aber ich bin dann weg. Also ich bin dann 1 oder 2 Tage vor der OP im Krankenhaus gewesen, um mit der Psychologin zu sprechen und alles. Und war dann da. Also ich war insgesamt, glaube ich, 8 oder 9 Tage im Krankenhaus. Das war auch okay. Aber ich bin dann gegangen. Die haben mich dann auch gelassen. Es gibt gutartige und bösartige Tumore. Bei gutartigen brauchst du keine Chemo. Hat er gesagt, was das für eins ist? Nee, das hat er so konkret nicht. Aber dadurch, dass der Tumor entfernt werden musste, gehe ich davon aus, dass es ein bösartiger gewesen sein muss, weil seine Symptome ja stärker geworden sind. Wenn die Symptome stärker geworden sind, muss der Tumor dementsprechend also auch gewachsen sein. Und ich glaube, der Tumor ist dann bösartig, wenn er anfängt zu wachsen und andere Organe bedrängt, drückt und im schlimmsten Fall zerstört. Ich glaube schon, dass das dann ein bösartiger Tumor ist, ehrlich gesagt. Ich habe gesagt, ich muss jetzt am Montag nochmal kommen. Das muss dann, wie gesagt, alles raus. Und nochmal besprechen, was ist das für ein Tumor? War der jetzt 1 Jahr drin? War der mehrere Jahre drin? Was ist das so eine, für eine Genetik? Oder wo kommt der her ungefähr? Also man kann es nicht genau sagen, wo kommt es her. Aber es war dann, ist okay für mich am Montag. Und dann war es das. Also... Und wie gesagt, dann irgendwann mal nach einer anderen Kontrolle kann ich dann ein paar Monate später oder auch woanders auf Zypern gehen oder in Deutschland gehen. Also ich weiß nicht, ob das so vernünftig ist. Ich wäre im Zweifelsfall genauso lange dort geblieben, wie die es ihm empfohlen haben. Früher entlassen und sowas, das ist gar keine schlaue Idee. Weil du
du selber das einfach nicht einschätzen kannst. Und ja, niemand ist gerne im Krankenhaus, aber wenn es um dein Leben geht, ist es doch scheißegal, ob du gerne im Krankenhaus ist, Mann. Du willst doch länger leben. Stell dir vor, er geht jetzt und geht nach Zypern und will dann dort ab und zu ins Krankenhaus reingucken und dann wird es nicht ordentlich gemacht oder er lässt es so ein bisschen schleifen und geht nicht regelmäßig hin. Stell dir vor, es wächst doch eine Metastase heran und dann stirbt er dadurch. Wie unnötig wäre das? Das ist nicht ratsam. Ich sag euch ehrlich, als es bei meinem Vater passiert ist, wurden erstmal alle Termine verschoben. Meine Eltern wären eigentlich schon ab. Also diese Entdeckung von dem Tumor bei meinem Vater, das war glaube ich Februar oder März und die wären eigentlich schon ab April in Griechenland gewesen und haben das dann alles rausgeschoben und sind dann ja erst jetzt im Juli gegangen für ein paar Wochen bis zur Biopsie für den erneuten Tumorbefund und als der dann Gott sei Dank positiv verlief, sind die dann nochmal ab September abgehauen und sind immer noch unten. Aber während der Zeit, wo geraten wurde, nicht wegzugehen, zum Beispiel auch während der Chemo, es gab zum Beispiel auch eine Möglichkeit der Chemotherapie, die mein Vater hätte ambulant machen können mit Tabletten, wo er also auch hätte nach Griechenland gehen können. Und da haben wir uns alle gemeinsam dagegen entschieden, weil es uns einfach wichtiger war, dass er einfach jede Woche gecheckt wird, damit da ja nichts schief gehen kann. Und ich denke, das war absolut die richtige Entscheidung. Hauptsache nochmal nachprüfen. Gab es was Besonderes zu essen oder irgendwas, worauf du dich besonders gefreut hast, als du wach warst? Nee, tatsächlich nicht. Aufs Essen habe ich mich gar nicht so gefreut. Ich habe auch so nicht so wirklich darauf gefreut. Im Krankenhaus, das war okay. Das Krankenhaus war in Ordnung. So, das Essen war okay. Es war jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss unbedingt da essen. Wir sind auch voll oft, also ich weiß nicht, ob man das darf, aber wir sind halt einfach rausgegangen, haben irgendwo was gegessen, ein paar Freunde sind gekommen. Meine Familie, mein Bruder, ein paar Freunde sind was essen gegangen, waren ein paar Stunden weg und sind wieder zurück. Die haben zwar nie was gesagt, ich weiß nicht, ob man das darf, aber wir sind einfach gegangen. Ich glaube, die haben das nicht mal gemerkt. Nicht gemerkt oder auch wenn, war es denen auch egal. Also das war für mich, war das voll okay. Haben wir außerhalb irgendwo gegessen. Das war okay, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich freue mich jetzt unbedingt ins Essen. Also es war voll okay. Und jetzt sogar, das ist auch wirklich so, ich trinke wirklich auch zuckerhaltige Sachen. Ich weiß, dass das dauernd nicht möchte. Aber jetzt finde ich es gut. Ich denke sehr, sehr viel Wasser und ab und zu halt normale zuckerhaltige Sachen oder halt hier auch Isoclear oder Eiweiß von ISN, was ich für mich selber nehme. Und ihr wisst ja, ich habe es auch schon mal gesagt, ich mache gerade keine aktive Werbung auf Instagram oder so, aber ihr könnt trotzdem immer meinen Code verwenden. Also Smoly habt ihr immer die besten Rabatte. Aber wenn ich mich dafür bereit fühle, Mitte, Ende nächste Woche, vielleicht in 2 Wochen, weiß ich nicht, dann wird es wieder so sein. Aber ihr könnt mich dadurch natürlich immer unterstützen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss unbedingt irgendwas machen. Ich mache einfach das, worauf ich gerade Bock habe, weil ich gerade sowieso nicht wirklich Sport machen darf und so. Und wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, mein Körper sieht jetzt nicht mega aus, aber das ist okay für mich. Okay, und sonst gab es nichts, worauf du dich gefreut hast? Ja, also klar, mit dir wieder mit Ja, dir zu abgesehen jetzt mal sein, von mir. mit meinen Freunden, mit denen zu reden und so und halt ab und zu so. Auf Loki habe ich mich sowieso gefreut, der war ja hier bei den Eltern von Salome und den wieder zu sehen, das war schon sehr schön. Auch mit der Community zu sprechen, das war schon sehr schön. Also ich habe wirklich super viele Nachrichten bekommen, auch viele, die mir geantwortet haben oder darauf reagiert haben, auf meine Story oder auf mein Leben, also auf das, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ich habe in meinem ganzen Leben ja sehr, sehr viel erreicht, sehr, sehr viel durchgemacht, sehr, sehr viel durchgestanden. Ich habe versucht, die Leute immer zu motivieren. Ich habe immer sehr gerne auch die Speaker-Sachen gemacht, also Motivationsreden und so und Leute mitzunehmen. Aber jetzt ist es, dass ich noch mehr Leute erreiche und das mache ich gerne. Also entweder die zu pushen, zu motivieren und zu sagen, ihr könnt das schaffen, aber auch mein eigenes Leben zu beschreiben und zu sagen, guck mal, wo ich bin, guck mal, was in meinem Leben passiert ist. Und trotzdem mache ich weiter. Ich bin kein Typ, der sagt, jetzt ist vorbei, jetzt brauche ich nichts mehr, jetzt bin ich ein Jahr irgendwie weg. Ich bin so ein Typ, der sagt, okay, ist nicht gut, aber ich nutze das als Motivation, um weiterzumachen, um Gas zu geben, um das zu nutzen für mich selber, um zu sagen, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist mein Weg und den gehe ich und den zeige ich euch auch. Okay, nächste Frage. Was war das Erste, was du gemacht hast, als du nach Hause gekommen bist? Als ich hier nach Hause gekommen bin, Ich glaube, damit meinen, ja, die, weiß nicht, wir haben ja gesagt, dass wir zu meiner Familie gehen, aber ich glaube, die meinen, als du aus dem Krankenhaus raus bist. das Erste, was ich gemacht habe. Scheiße, was war das Erste, was ich gemacht habe? Ich weiß gar Ich nicht. weiß auch Also nicht. hier natürlich habe ich meinen Hund geknuddelt und so, habe mich sehr gefreut, ihn zu sehen, auch viele Leute zu sehen, aber die sind ja auch zu mir gekommen. Einfach ausgeruht. Ja, Schach ausgeruht, gespielt. Schach gespielt, sehr viel gemacht. Ich durfte halt den ganzen Tag nichts machen. Es war wirklich, ich bin aufgewacht,
Ich habe mir eine Schach-App geholt, die werde ich wahrscheinlich irgendwann wieder deinstallieren, aber habe ich ja einfach gespielt. Habe mit den Brüdern gespielt, mit Salome gespielt, die mich die ganze Zeit fertig macht im Schach, die ist richtig gut. Und habe einfach nur mit dem Loki ein paar Runden bin ich gegangen und habe einfach nichts gemacht. Also ich konnte auch nichts machen, also jetzt immer noch nicht. Also nächste Woche vielleicht ein bisschen besser und kann auch wieder so langsam ein bisschen für mich selber arbeiten. Aber das war halt, mehr ging halt nicht. Ich musste mich halt ausruhen und das war halt auch sehr anstrengend mit dem Schlaf. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, bin mitten immer aufgewacht, habe 2, 3 Stunden geschlafen und wieder aufgewacht. Und ich merke aber jetzt gerade, und es kann auch sein, dass ich mir das einrede, wenn ich jetzt 6, 7 Stunden schlafe, bin ich sehr, sehr fit. Und mein Leben, also ein paar Jahre jetzt, wo ich mich erinnern kann, habe ich immer 9 bis 10 Stunden geschlafen. Was okay war in der Vorbereitung, ist alles gut. Aber es war auch, wenn ich keine Vorbereitung gehabt habe. Und entweder rede ich mir das ein und sage, okay, das war jetzt Bullshit, das war einfach so, ich habe halt so geschlafen. Oder ich rede mir das ein und sage, hey, vielleicht war das wirklich wegen dem Tumor, weil der Tumor ein paar Jahre lang war. Kann aber. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie alt Michael Smolik ist, aber ich schlafe schon sehr lange immer so viel. Also ich schlafe nur 6 bis 7 Stunden oder auch mal 4 bis 5, je nachdem natürlich, wie viel ich zu tun habe. Aber 6 Stunden ist bei mir optimal. 6 Stunden ist perfekt. Wenn ich 8 oder 9 Stunden schlafe, bin ich danach platter als vorher. Ich glaube, dass jeder Mensch so eine eigene Uhr hat, was für einen Bedarf an Schlaf er hat. Also 6, 7 Stunden sind bei mir perfekt. Nee, so lang könnte ich niemals schlafen. Niemals. Wenn ich so 10, 12 Stunden schlafe, dann wache ich auf und dann könnte ich kurz was essen und direkt wieder schlafen. Dann bin ich richtig am Arsch. Ja gut, da ist jeder Mensch anders. Fakt ist aber, das nimmt im Laufe des Lebens sowieso ab. Also je älter ihr werdet, desto weniger Bedarf an Schlaf habt ihr. Als ich damals im Altersheim gearbeitet habe, da waren die älteren Leute, die haben teilweise nur noch so, weiß ich nicht, 4, 5 Stunden Schlaf gebraucht. Okay, weiter jetzt. Auch sein, dass ich am Montag jetzt erfahre, dass es dieser Giga-irgendwas-Tumor, wie der auch immer heißt, und der war jetzt 1 Jahr nur drin. Du hast jetzt das 1 Jahr, ist der groß gewachsen und fertig. Aber es ist halt einfach so. So fühle ich mich und das ist für mich auch gut, dass ich wirklich 6, 7 Stunden geschlafen habe und wirklich fit bin. Aber ich konnte halt leider nicht viel machen, obwohl ich aber die ganzen Tabletten nehmen muss. Aber es ist halt einfach so. Und ich bin froh, dass ich bis Montag noch die nehmen muss. Dann muss ich die Anti-Epilepsie-Tabletten noch ein paar Wochen nehmen. Eigentlich 3 Monate mache ich aber nicht. Also je nachdem, wie ich mich fühle. Ja, also ich muss sagen, das ist ein bisschen bedenklich. Also man hört hier immer wieder raus, dass er die Anordnung seiner Ärzte nicht ernst nimmt. Also er fängt jetzt schon an, selber zu dosieren, die Dosierung zu verändern, die Anwendungsdauer zu verändern. Das ist echt nicht schlau. Mann, nicht gut. Ich hoffe, also ich wünsche ihm trotzdem, dass es gut verläuft, auch wenn er die Anweisungen und die Autorität seiner Ärzte nicht so ganz ernst zu nehmen scheint. Aber im schlimmsten Fall kann sowas echt unvorteilhafte Ausmaße annehmen und Konsequenzen auch haben. Das wünsche ich ihm nicht, aber wenn es jemand wäre aus meinem engsten Kreis oder aus meiner Familie, ich würde dem richtig den Kopf waschen und würde dem sagen, ey, lass die Scheiße sein. Du bist kein Arzt. Nimm die Anweisungen der Ärzte ernst. Das ist nicht schlau. Vor allem, ey, die eine Sache ist, wenn man, was weiß ich, einen Bänderriss hat oder einen gebrochenen Daumen oder sonst irgendwas. Und das andere ist, wenn du einfach einen Hirntumor hattest und am offenen Schädel operiert wurdest. Da auf Anweisungen zu scheißen ist wirklich, da kann es um Lebensjahre gehen, die du im schlimmsten Fall vergeudest. Nicht, das ist echt nicht schlau. Schade, dass seine Freundin da auch nicht interveniert. Und danach war es das dann. Ich versuche wirklich langsam wieder anzuknüpfen an meine körperliche Fitness, an meine mentale Fitness und aber auch Leute draußen zu motivieren und die mitzufühlen und zu sagen, hey. Das, was mich halt daran ein bisschen ärgert, ist, dass er das halt auch auf seinem YouTube-Channel macht und da jetzt auch schon wieder fast oder bald 100.000 Leute zugeschaut haben und viele Leute, die ihn bewundern und zum Vorbild haben, werden sich das jetzt zum Beispiel nehmen und dann beim nächsten Mal, wenn sie irgendwas Wichtiges haben, einen Eingriff oder sonst was, die Anweisungen der Ärzte auch nicht so ganz ernst nehmen und dann selber entscheiden, nö, ich nehme das aber nicht 3 Monate, ich setze das einfach nach ein paar Wochen ab. Das kann ja manchmal fatale Folgen haben.
Ne? Also wenn zum Beispiel dir verschrieben wird, du musst ein Antibiotikum durchgehend für 2 Wochen nehmen und dann, weil du keinen Bock mehr hast, weil du auf Antibiotika, was weiß ich, Milchprodukte nicht nehmen darfst bei manchen oder kein Alkohol trinken sowieso und dann setzt du das schon nach ein paar Tagen ab, dann kann es sein, dass das Antibiotikum zum Beispiel nicht restlos die bakterielle Infektion beseitigt hat und dann regenerieren sich die Bakterien, wachsen wieder erneut an und dann kann es sein, dass es lebensgefährlich wird. Also das kann teilweise wirklich fatale Auswirkungen haben, wenn du die vom Arzt angewiesene Einnahmedauer nicht einhältst. Gut, wissen wir aber nicht alles. Vielleicht hat der Arzt gesagt, er kann das runterdosieren. Ich wüsste nicht, warum der Arzt sowas sagen sollte. Ich habe auch noch nie von sowas gehört. Wenn ein Arzt sagt, du sollst etwas für 2 Monate nehmen, dann ist es normalerweise genau so gedacht von dem Arzt. Also das wäre mir völlig neu, dass ein Arzt sowas sagt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal gehört hat, dass der Arzt sagt, hier ist Antibiotika für 2 Monate, aber wenn Sie keinen Bock haben, nehmen Sie es nur für 2 Wochen. Nee. Sounds like a fake doctor oder nach so einem Homöopathendoktor vielleicht. Egal, was ihr habt, ich habe wahrscheinlich mit eines der schlimmsten Sachen in meinem Leben gehabt, wo man wirklich kurz davor war. Oh, Scheiße. Ey, wo man kurz davor war, zu sterben halt und halt das. Das halt mitzunehmen in seinem Leben und zu sagen, okay, ich schaffe das alles und ich packe das, und aber trotzdem endlich halt Angst hat. Und ich aber genau weiß, das ist mit eines der schlimmsten Sachen, und ich habe es trotzdem geschafft. Und immer noch ist es immer noch. Zum Beispiel Schmerzmittel, da wird sowas gesagt, wenn es einem besser geht. Ja, hast du recht, aber das ist ein Schmerzmittel. Und das, was bei ihm hier gerade gesagt wurde, war ein Antiepileptikum. Und ich denke, das hat schon seinen Sinn, dieses Antiepileptikum zu nehmen. Weil ein epileptischer Anfall kann ja im schlimmsten Fall auch fatale Folgen haben. Wenn du dich verkrampfst und da oben noch irgendwelche Dinge verheilen müssen und bei so einem Verkrampfen dann irgendwelche Nähte oder Adern platzen oder sonst was, dann kann es ja zu Blutungen am Hirn kommen. Also. Einfach. Aber ich gehe trotzdem den Weg, ich mache es weiter und ich kann dadurch auch andere motivieren. Und wenn ich dadurch andere motivieren kann, egal ob das kleine Sachen sind, ob ihr eine Krankheit habt oder so ein kleinen Zwischenstep oder irgendwas anderes im Beruf oder in Beziehungen oder whatever, dass ihr trotzdem weitermacht und ich euch vielleicht inspirieren kann. Und das macht mir halt echt wirklich Spaß. Boah. Ja, Leute, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für eure Fragen. Danke, dass ihr offen seid und mir gerne Fragen stellt. Ihr könnt gerne auch in die Kommentare kommentieren, ihr könnt mir auf Instagram schreiben, auf TikTok und whatever. Ich versuche vielen zu beantworten. Ich kann natürlich nicht jeden antworten, aber ich freue mich sehr darüber. Ich werde euch die nächsten Phasen immer mitnehmen, euch zeigen, wie es mich entwickelt, wie ich weitermache und euch auch inspirieren. Und vielen, vielen Dank. Wie gesagt, also ihr könnt mich gerne unterstützen bei OAS und bei ESN mit dem Cosmolik und ansonsten mich weiter verfolgen. Also ich werde hier weiterhin regelmäßig Videos machen. Und einfach mal Kontakt liefern. Vielen, vielen Dank für alle eure Fragen. Ich hoffe, ich habe euch fast alles beantwortet, die Salome jetzt rausgesucht hat. Und das war's das von mir. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Wenn mich das mal kurz. Ja, also ich und ich denke, wir wünschen auf jeden Fall Michael Smolik nur das Beste, eine gute Genesung weiterhin und dass alles optimalst verläuft. Ich bin so ein bisschen besorgt in Anbetracht dessen, dass er, so wie er in dem Video redet, nicht ganz alles so ernst nimmt, was ihm angeraten wird. Zumindest wirkt es so, ja. Vielleicht sollte man da auch einräumen, so wie es ja einer von euch geschrieben hat, dass vielleicht ihm da so ein Handlungsspielraum eingeräumt wurde. Aber irgendwie scheint mir das nicht so ganz wahrscheinlich. Trotz allem, so oder so, ich wünsche ihm einfach nur alles Beste. Am Ende ist es seine eigene Gesundheit und er ist ein erwachsener Mensch. Ja.